Hallo und herzlich willkommen, liebe Call of Duty Freunde. Dieses Video wird heute ein Pack Opening zu Infinite Warfare. Ich habe mir jetzt zweimal das diese könnte ich den ganzen Tag machen. 25 ja, Schlüssel dass ich das den ganzen Tag machen werde. War eine Menge Arbeit und habe jetzt hier, wie ihr seht, die ganzen Kisten. Und nun wollen wir sie zusammen mal öffnen, um einfach mal zu sehen, ob sich die Mühe und der Aufwand gelohnt hat. Gut, dann fangen wir mal mit den Waffentarnungen an. Passen Sie gut drauf auf. Nicht, gibt's Ärger. Naja. Sieht scheiße aus. Und nochmal. Passen Sie gut drauf auf. Nicht, gibt's Ärger. Gut, und als nächstes die 30 Kisten. Davon habe ich noch nicht viele gesehen. Ach, hatte schon. Sie sind ein Glückspilz. Das ist ein echter Blickfang. Okay, das ist jetzt nur von. Wie das glänzt. Sehen Sie sich das an. Heilige Scheiße. Start mal eine Waffe. Zum Beispiel. Das könnte Ihr Glückstag sein. Die habe ich noch nicht. Geht doch. Ich habe die zwar gestern schon gezogen bei den Alltagsmissionen hier, erreichen sie 150 Sturmabwehrabschüsse, aber da hatte ich die andere Form davon, also ist schon mal gut. Schade, ich dachte nicht. Setzen Sie das richtig ein. Das wird seinen Zweck erfüllen. Und wie? Kaum Gebrauchsspuren. So, die Hälfte haben wir schon mal. Ah, einer meiner Favoriten. Und auf zur nächsten Hälfte. Das ist eine tolle Hardware. Hier EP-Dinger. Oh, was wäre da? Da wurde mal geliefert. Echte Qualität. Seinen Zweck erfüllen. Und wie? Schade. Nicht der Handwerkskunst. Ich dachte eine Waffe. Wie das glänzt.
Das ist eine tolle Hardware. Gute Wahl. Scheiße. Setzen Sie das richtig ein. Wenn das, was hier an epischen Visitenkarten kommt, mal als eine Waffe kommen würde, das wäre perfekt. Gute Idee. Schlecht. Gute Wahl. Nun kommen wir mal zu den epischen Lieferungen. Ich habe schon ein Menü. Also auch Müll. Echte Handwerkskunst. Setzen Sie das richtig ein. Ja, geht schon. Also für den Aufwand hatten wir schon ziemlich viel Rotz bekommen. Gut, dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Und ist jedem halt selber überlassen, ob er sich den Aufwand macht. Also bei mir hat sich das nicht so sehr jetzt gelohnt.